Anfang Oktober hielt hier bei der UN Genf eine internationale Gruppe von Experten dieses Seminar über die Umsetzung von Vorbeugungsmaßnahmen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher erniedrigender Behandlung oder Strafe während der Polizeigewahrsam und Untersuchungshaft. Die weltweite Erfahrung zeigt, dass das Risiko von Misshandlungen während der ersten Stunden nach einer Inhaftierung am höchsten ist. Dieser Polizist aus Chicago wurde angeklagt, diesen Häftling attackiert zu haben. Folter ist eine schwere Menschenrechtsverletzung, die niemals gerechtfertigt werden kann. Auch nicht in Kriegszeiten oder Zeiten bedrohter nationaler Sicherheit. Menschen zu foltern ist eine Todsünde. Es ist eine schwere Sünde. Wir haben mit dem apostolischen Nuntius bei den Vereinten Nationen in Genf über diese Thematik gesprochen. Wir alle sind davon überzeugt, dass Grausamkeit und jede Form der Misshandlung von Menschen schreckliche Verbrechen sind. Leider hört das nicht auf. Was kann die katholische Kirche tun, inhaftierten Menschen zu helfen? Wir können eine Menge tun. Wir müssen uns um sie kümmern, besonders indem wir die Öffentlichkeit informieren. Diese Menschen haben keinen spirituellen Beistand und sie brauchen auch materielle Hilfe. All das kann durch Organisationen erreicht werden. Ich denke, katholisch inspirierte Organisationen tun ihr Bestes. Normalerweise trifft die katholische Kirche vor Ort oder der Heilige Stuhl ein zweiseitiges Abkommen mit dem Innenministerium, um inhaftierten Menschen beizustehen. Die Kirche möchte nicht bestrafen, sondern wieder eingliedern. Und oft ist die Betreuung durch den Gefängnisseelsorger der erste Schritt zum Heilungsprozess. Das ist das Einzige, worum es uns geht. Gefängnisseelsorge ist etwas, das man auf dem Weg dorthin hasst, einen aber beim Rausgehen zufrieden gemacht hat. Wenn man aus Liebe kommt, spüren die Häftlinge das. Und dann kann Heilung beginnen. Deshalb sagte Jesus, ihr habt mich im Gefängnis besucht. Neben religiösen Organisationen hilft auch der Freiwillige Fonds der Vereinten Nationen für Folteropfer, Menschen wie diesen, durch Psychotherapie wieder auf die Beine zu kommen. Vor allem das internationale Übereinkommen über bürgerliche und politische Rechte gegen Folter verbieten den Gebrauch von Folter und schützen den Menschen, denen die Freiheit entzogen wurde. Das wohl in der Geschichte bekannteste Opfer brutaler Folter, Jesus. Allerdings gibt es einen Unterschied zwischen den Folteropfern heute und der Folter Jesu. Er ließ es zu. Betont wurden bei dem Seminar auch der Mangel an Registrierungssystemen und der fehlende Zugang für Häftlinge zu unabhängiger medizinischer Kontrolle oder zu ihren Familien. Die Seminarteilnehmer veröffentlichen nun einen zusammenfassenden Bericht über die Ergebnisse ihres Treffens. Er wird auch in der nächsten Sitzung des Menschenrechtsrats vorgelegt werden.